Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session von Let's Play Fallout 2. Ja, liebe Leute. Und wir haben wieder ein bisschen was verändert in den Optionen. Ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen. Bevor wir hier anfangen mit dem Let's Play. Ich habe die Spielschwierigkeit mal auf normal gestellt, weil ich habe einfach mal ausprobiert, wie das ist, hier so ein bisschen durchs Ödland zu laufen und sich mit irgendwelchen Leuten anzulegen. Und teilweise auf schwer ist mir das dann einfach zu viel. Mit nebenbei labern zusammen wird es zur Unmöglichkeit, hier die Kämpfe wirklich ordentlich durchzustehen. Ich will mich auch nicht quälen, ich will auch nicht sterben, aber keine Angst, wir machen es einfach auf normal. Kampfschwierigkeit auch auf normal. Bei der Kampfschwierigkeit, da ist natürlich der Kampf dann schwieriger. Bei der Spielschwierigkeit sieht es so aus, dass uns dann zum Beispiel einfach viel mehr Leute begegnen. Meine Güte. Und wenn wir zu zweit sind und noch am Anfang sind, dann wird es uns ein bisschen schwer fallen, hier irgendwie was zu reißen, wenn uns dann irgendwie 12 Raider begegnen oder so. Naja. Ja, auch in diesem Spiel gibt es Raider. Zwar keine Sea Raider, aber normale Raider. In Deutsch heißen die natürlich ganz normal Räuber. So, dann habe ich hier noch ein bisschen rumgefummelt mit dem Sound und dem der ganzen Lautstärke und mit der Zeigergeschwindigkeit der Maus. Ansonsten habe ich hier noch immer Laufen eingeschaltet. Aha. Da muss ich nicht immer doppelt klicken, damit ich laufen kann. Weil ich renne sowieso die ganze Zeit. Das werdet ihr gleich sehen. Habe ich ja bisher auch gemacht. So, ja, und wir sind hier in The Den. Die dritte Stadt, die wir entdeckt haben. Und mit uns ist unser netter Kamerad Zulik. So, und ich weiß, Leute. Ich habe ein paar Sachen vergessen, euch zu sagen natürlich. Natürlich ist es so, dass Vic in Klamath überhaupt nicht da war, ne? Zulik hatte das schon mal kurz angedeutet, aber es ist wirklich so. Und wir müssen, das Problem ist, ich weiß, wir müssen in sein Haus rein, in Klamath, und uns dort ein wichtiges Item klären, was für die Beendigung des Spiels essentiell ist. Ohne das geht's nicht. Und dafür brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Sprengstoff. Denn wie ihr vielleicht euch erinnern könnt, haben wir die Tür leider verklemmt bei dem Versuch, sie aufzukriegen, so mit unserem Skill. Der nun kein wirklicher Skill ist, ich kann das mal ganz kurz zeigen. Unser Öffnungsskill liegt bei 23. Naja. Ist jetzt schon ein bisschen mehr als vorher. Aber ist immer noch nicht genug, um Vicks Tür so aufzumachen, dass sie nicht einfach verklemmt. Und jetzt ist es total schwierig. Jetzt kriegt man die gar nicht mehr auf mit dem Öffnungsskill. Auch wenn der viel höher ist. Man braucht einfach Dynamit oder TNT oder irgendwas in der Drehe. Plastiksprengstoff. Wie wär's denn damit? Und wenn wir sowas finden, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass wir dann gleich nach Klamath zurück eiern. Dann die Tür aufsprengen und uns das Item holen. Und dann können wir den guten alten Vic, den wir ja im Moment noch suchen, auch, denke ich mal, irgendwie erfolgreich befrieden und befreien. So, wir laufen jetzt einfach mal die Stadt so ein bisschen ab, erkunden mal ein bisschen. Aha, okay, da scheint was zu sein, da scheint was zu sein. Und ich sehe gerade, hier stehen überall Kinder vor den Eingängen. Ich weiß natürlich, was das ist, aber ich verrate es euch nicht. Also, das sind ganz böse Kinder. Die stehen hier vor den Eingängen und wenn man hier durchgeht, versuchen die einem irgendwas zu klauen. Das sind nämlich kleine Klaukinder. Die klauen hier für irgendeinen Typen Sachen. Das finde ich gar nicht in Ordnung. So, aber ich habe ein kleines Mittel dagegen. Ich werde das mal so machen. Ich werde mal hier zapp, schnell speichern. Das gibt es ja jetzt hier bei diesem Restoration Project. Gab es vielleicht auch schon vorher, aber da habe ich es nie benutzt. Und dann laufen wir mal hier ganz normal durch. Ah, jetzt ging's. Ja, und jetzt versucht sie hier uns irgendwas zu klauen. Meine Güte. Aber da habe ich einen guten... Also, das habe ich, wollte ich euch jetzt bloß mal ganz kurz zeigen. Jetzt machen wir... Schnell laden und dann sind wir wieder hier. Juhu. Und jetzt schalten wir mal den Kampfmodus ein. Aber nicht natürlich, um diese Kinderchen wegzuhauen. Nein, wir wollen einfach mal in die Bar gehen. Ohne irgendwie beklaut zu werden. Das wäre doch mal schön. Okay, gucken wir mal. Einen Spieler sehen wir hier. Ah, wir können anscheinend ein bisschen spielen. Wollen wir das mal machen? Oh, du, ich sehe eine Frau mit scharfen Augen und... Und sehr geschäftsreich. Wahrscheinlich hat sie einfach einen guten Geschäftssinn. Ah, wir müssen jetzt erstmal den Kampf beenden. Ups. Einen guten Geschäftssinn. Ah ja, okay. Die Einsätze bitte. Sie ist die Roulette-Tante. Und wir wollten ja ein bisschen Roulette spielen. Nee, das geht leider nicht. Ich habe nämlich gar kein Geld dabei, Leute. Okay. Mal gucken. Die Barkeeperin. Ah, sie wird gut bewacht von ein paar netten Herren. Mit sehr langen und großen Flinten. Hallo, ich heiße Rebecca. Kann ich dir was zu trinken bringen? Du hast bestimmt Durst nach deiner Reise durch die Öde. Ah, die Öde. Ich dachte immer, das ist das Ödland. Aber nein, es ist die Öde. Gut, 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 gut.
Ach, ich suche nach einem Händler namens Vic. Ja, ich kenne Vic Metzger, hat ihn eingesperrt. Ich weiß aber nicht, warum eigentlich. Wer ist denn Metzger? Was? Du kommst nach Den und weißt nicht, wer Metzger... Quatsch. Was? Du kommst nach Den und weißt nicht, wer Metzger ist? Er ist der Sklavenhändlermeister. Er ist im Osten der Stadt. Du kannst ihn kaum verfehlen. Ja, okay, ich habe noch eine Frage. Hast du Arbeit, Baby? Fred schuldet mir $200. Wenn du es eintreiben kannst, können wir einen Handel machen. Wo ist der Haken? Naja. Er schuldet ihr seit einiger Zeit das Geld. Sie hat es als Verlust gutgeschrieben. Und dankbar. Er ist irgendwo in der Stadt. Na toll. Na, dann suchen wir mal diesen Fred. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ist ja auch mal erst eine schöne Quest. Halt! Ich wollte doch noch hier mit dir rumbartern. Naja, gut. So gut sieht es jetzt nicht aus. Eine Blume! Ein Kampfmesser! Juhu! Nee, das brauchen wir nicht. Tschüss! Die hat ja noch nicht mal Geld, also wir können da auch nichts da lassen oder so. Das funktioniert hier alles nicht. Wir fragen mal Sulik. Ich glaube, der weiß was. Was, du Wallen? Sulik, kannst du die Geister für mich befragen? Das habe ich mich vorhin mal gesehen. Und ich dachte mir, ah, das können wir mal ausprobieren. Dann sagt er uns nämlich einen kleinen Tipp. Geister sehen seien manchmal schwer zu verstehen. Sehen Dinge, die du und wir nicht sehen können. Ah, ich werde es in Zukunft einfach mal so machen. Wenn hier irgendwelche Charaktere wirklich mit Sprachausgabe sprechen, lassen wir die mal sprechen und ihr könnt wirklich mal so selbstständig sein. Das traue ich euch zu. Wie gesagt, wie schon in der letzten Folge behauptet, traue ich euch einfach mal zu, das hier für euch allein zu lesen. Denn ich glaube, ich zerstöre ganz schön viel Atmosphäre, wenn ich hier dauernd anfange, irgendwie mit meiner lauten, eindringlichen Stimme darüber zu quatschen. Okay, was sagen Sie über diesen Ort hier, die Geister? Dieser Ort voll schlechter Menschen. Okay, ja, toll. Kannst du die Geister nochmal für mich befragen? Suche nach deinem Spiegelbild, der Weg sich vor dir auftun wird. Okay, Yoda. Das hört sich jetzt mal ziemlich gut an. Mein Spiegelbild. Ach so, und jetzt machen wir wieder diesen wunderbaren, Trick. Zup. Also, wir suchen erstmal den guten alten Fred. Da gucken wir uns mal hier so ein bisschen die Bewohner an. Das sind Jetties. Das sind sie nicht. Der hat bestimmt noch eine extra Bezeichnung. Das ist noch ein Jetty. Mensch, diese Stadt hier scheint auch wirklich von diesem Jet-Zeugs beherrscht zu sein. Ich weiß gar nicht, ob wir welches dabei haben. Nee, haben wir nicht. Das ist halt so eine böse, fiese Droge, die den Leuten ganz viele Aktionspunkte verschafft. Und die total abhängig macht. Und die wir nur selber im Notfall nehmen sollten. Ui, und das nächste Haus. Und da stehen auch Kinder davor. Hier sieht es ein bisschen einfacher aus. Dem Kind können wir bestimmt auch ausweichen. Ah. Okay. Ein Bürger aus Den. Ein Jetty. Ein Jetty. Der sieht genauso aus, aber es ist ein Bürger aus Den. Ah, okay. Dann fragen wir ihn. Hä, kenne ich dich? Was willst du? Ich bin hier, das Geld abzuholen, das du jemandem schuldest. Was erzählst du da? Ich schulde niemandem etwas. Von wem zum Teufel redest du? Rebecca sagt, sie hat dir $500 geliehen. Ach nee, so fies sind wir nun auch nicht. Sie hat dir $200 geliehen. Oh ja, richtig. Rebecca hat mir $200 geliehen. Oh, warte, vielleicht. Sie hat mir aufgetragen, dir den Hals zu brechen, wenn du nicht zahlst. Ja klar, so weit kommt's noch. Becky würde keiner Fliege was zu leide tun, aber hübsch ist sie. Da irrst du dich, Rindvieh! Ach, verdammt, warum nervst du mich? Ich kenne dich noch nicht mal. Los, hau ab und nerv ihn anders. Ich bin hier, das Geld abzuholen, was dir jemand schuldet. Ja, das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wer soll diese Person deiner Einbildung noch einmal sein? Rebecca sagt, sie hätte $200 geliehen. Ah, okay. Oh, warte, vielleicht. Rück's raus. Verdammt, ich glaube, du hast recht, aber ich bin fast pleite. So viel Geld kann ich nicht aufbringen. Ich muss dich jetzt platt machen. Okay. Pech. Oh, verdammt. Ich kann kaum $100 aufbringen. Kannst du mir die Hälfte vorstrecken? Ich verspreche, ich zahle zurück. Los jetzt! Zahl die ganze Summe. Ich hab's dir doch gesagt, ich kann nicht. Ich werde verhungern, wenn ich das tue. Mensch, kannst du mir nicht aushelfen? Puh. Nein, tut mir leid. Ich habe auch kein Geld. Warte, ich weiß was. Ich gebe dir 100 und du legst die anderen 100 aus, die ich Becky schulde. Ich zahle es dir wirklich schnell zurück. Keine Chance. Ah. Also, ich nehme an, du willst das Geld. Was meinst du? Könnten wir mit der Hälfte aushelfen? Wenn sie $200 geliehen hat, dann zahlst du ihr genau das. Ich hab's dir doch gesagt, ich kann nicht, ich werde verhungern, wenn ich das tue. Mensch, kannst du mir nicht aushelfen? Ah, und jetzt wiederholt sich das Ganze. Verdammt. Ach, naja, wir brauchen anscheinend wirklich auf jeden Fall diese paar hundert Dollar. Okay, der Bürger aus Den ist ein kleiner Pappnaserich. Das ist ja wirklich eine arme, abgebrannte Sau. So,
Und wen gibt's denn hier noch? Also die sehen nicht so aus, als ob sie Jetty. Ein dünn, schmierig aussehender Mann. Oh, dünner, schmierig aussehender Mann. Komm mal her. Achso, hey da, ich bin Flick. Was zum Teufel willst du? Hä? Was ist denn das für ein verschrobener Akzent, Flick? Wovon redest du? Denkst du, ich bin ein beschissener Pirler? Ein dummer Filio di Putana? Denkst du, ich bin sowas wie ein Clown? Bin ich hier zu deinem Vergnügen oder was? Ah, das sieht aus wie das Filmzitat aus Goodfellas hier von Joe Pesci. Leider auf Deutsch übersetzt, aber ich kenn's noch aus der englischen Version, dass es dort genau dieses Zitat war. Ja. Do I amuse you? Oder so ähnlich war das, ne? Also, keine Ahnung. Nein, Entschuldigung, ich war nur neugierig. Genau, Dumpfbacke. Und nichts wird mich mehr amüsieren als deine Todeszuckung. Also, wenn du deswegen total eingeschnappt bist, ich gehe. Okay, ich war nur neugierig. Ich möchte dich noch was anderes fragen. Was zum Teufel tust du hier? Ich habe für Leute zu sorgen. Was hast du denn gedacht? Dass ich ein guter Samurai bin? Sag, was ist? Ich sorge für die kleinen Paisanos. Die kleinen Paisanos? Das sind doch die kleinen Kinder. Paisano. Weißt du, Kinder. Meine Kinder. Deine Kinder? Ja, sie arbeiten für mich. Sie bringen mir Dinge, kleine Dinge, weißt du? Ah, die haben mich... Nein, weiß ich nicht. Sie bringen mir Zeug, das sie finden, klitzekleine Sachen. Zeug, das keiner mehr braucht. Dafür kümmere ich mich um sie. Hört sich ja nach einer guten Abmachung an. Flick zuckt mit den Schultern. Ich komme ganz gut zurecht. Sie müssen dir ein richtiges Vermögen eingebracht haben. Mal sehen, was du da so hast. Aha, Flick ist also ein Händler und seine Ware ist halt Ware, die von den Kindern gestohlen wurde. Eieieiei. Da hat Yakinator wirklich was dagegen. Das finde ich gar nicht gut. Und, der hält die ganzen Kinder als kleine Sklaven. Und die müssen dann für ihn praktisch klauen. Das ist ja überhaupt nicht gut. Er gibt ihnen zwar Arbeit, aber das ist ja die pure Ausbeutung. Er ist ein richtiger kleiner Menschenhasser oder sowas. Ich glaube, sie müssen dir ein richtiges Vermögen eingebracht haben. Mal sehen, was du so hast. Genau, das machen wir jetzt einfach mal. Denn wir haben zwar eine Pistole, mit der wir ihn umbringen könnten. Und ich will wirklich auf Nummer sicher gehen. Aber wir haben keine Munition. Meine Güte. So, und jetzt haben wir Munition. 24 Schuss. Das Feuerholz brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Die Blume, naja, okay. Die können wir behalten. 205. Dann nehmen wir doch mal wieder den Whisky mit. 175, das hört sich gut an. Da sind wir nicht so. Oh, und was sah ich da gerade in seinem Inventar? Das reicht, Flick. Bis dann. Ja, jetzt haben wir wirklich nichts mehr mit ihm zu besprechen. Wo ist eigentlich Su? Ah, Sulik. Da bist du ja. Schön, Sulik. So, jetzt mache ich mal die Tür zu. Hopp. Wir wollen ja nicht gestört werden. Dann gehen wir mal ins Inventar. Tja, und so 100% lupenrein wird mein Karma wahrscheinlich danach auch nicht mehr sein. Mal sehen. So, Flick. Du hast schöne Ausrüstung. Und du bist ein böser Mensch. Nach Yakinator-Logik kannst du jetzt abtreten. Viel Spaß. So, und jetzt flüchten alle. Und das Tolle in The Den ist, es interessiert keinen, wenn ich hier jemanden abknalle. Es interessiert wirklich niemanden. Und er merkt, dass er wirklich nicht auf dem besten Weg hier ist. Der gute alte Flick. Der gute alte Flick wird jetzt von mir nämlich knallhart weggepustet. Oh, und ich habe wirklich noch 5 Karma dafür gekriegt. Also, alles in Ordnung. Ich muss mir hier keine Gedanken machen. Das Spiel sagt, das war in Ordnung. So, ein Vorschlaghammer. Mit Vorschlaghammern konnten wir ja immer schon nichts anfangen. Jetzt machen wir mal die Tür hier auf. Vielleicht hat er in seinem Hinterzimmer noch irgendwas rumliegen. So. Ah, ein bisschen Essen. Ein bisschen Essen ist immer gut. So, und jetzt geht's hier ran an die Buletten. Nämlich an den Flick selber. Und der hat hier einige tolle Sachen. Und die nehmen wir alle mit. Okay, wir gucken mal. Schrotpatronen. Na toll. Nicht für den Gebrauch von Kindern unter 3. Sind für Schrotgewehre. So eins haben wir im Moment nicht. Also können wir das eigentlich auch verkaufen. So, das hier. Das werdet ihr in diesem Spiel wirklich noch sehr oft sehen. Das ist die 223er VMG-Munition. Ach ja, das ist schön. Da haben wir 100 Schuss gleich. Und das dazugehörige Jagdgewehr. Und das Tolle ist, diese Munition ist praktisch die einzige Munition, für die in allen 3 Waffenklassen praktisch eine Waffe vorhanden ist. Das heißt, es gibt eine Pistole,
die diese Munition benutzt. Eine sehr gute Pistole. Ich möchte fast sagen, die beste Pistole im Spiel. Dann gibt es dieses Jagdgewehr. Aha. Ah, es sind sogar vier Waffenarten. Dieses Jagdgewehr. Das ist auch sehr gut. Also eine tolle, legendäre Anfangswaffe. Die gibt es auch bei Fallout 3. Dieses Jagdgewehr ist schon zum Sinnbild der Fallout-Reihe geworden. Wunderbar, so schön zusammengeklebt und zusammengelötet. So, da laden wir mal. Genau, und dann gibt es das Snipergewehr. Das benutzt auch diese Munition. Und das Snipergewehr ist auf große Entfernung auch eine der besten Waffen. Und dann gibt es schlussendlich noch die gute alte Bosa. Das vollautomatische Scharfschützengewehr. Ja, und diese Waffe verursacht so viel Schaden, das ist unglaublich. Und die benutzt auch diese Munition. Das ist auch mit die beste Waffe im Spiel, in seiner Klasse. So, und das heißt, wir müssen diese Waffen alle finden. Oder natürlich vielleicht, es gibt noch ein paar andere sehr, sehr, sehr gute Waffen. Also die Gauss-Kanonen sind zum Beispiel zu erwähnen. Oder so eine kleine Minigun, eine ganz bestimmte, die es auch nicht häufig gibt im Spiel. Aber mit dieser einen Munitionsart können wir auf jeden Fall ganz viele Waffen abdecken. Und das Manometer, da können wir sowas von Gewicht sparen. Weil die Munition ist auch relativ, sage ich mal, leicht. 2 Pfund, es gibt auch schwerere Sachen. So, okay, und jetzt haben wir erstmal unser Jagdgewehr damit durchgeladen. 10 von 10 Schuss, das ist super. Und das macht auch eine Menge Schaden. Viel mehr als die olle Pistole. Stimpak haben wir da auch. So, ich kann ja mal vorlesen. Heilpräparat, sobald es indiziert wird, führt das Präparat zur sofortigen Heilung kleinerer Wunden. Aha, dann 44er Magnum MHG. Super. 44er Magnum Revolver. 2-mal gleich. Oh, das ist auch eine super Handwaffe. Und das Juwel dieser Sammlung. Die Lederrüstung. Die kommt gleich mal an unseren Körper. Und für den guten alten Sulik, der kriegt dann, bleibt dann halt, wie gesagt, wieder seine Lederrüstung übrig. Und alles ist gut. Und jeder freut sich. Und wir haben hier schon unglaublich viel Zeugs. Und wir haben noch genug Tragekapazität, um das Inventar noch weiter vollzupacken. Okay, super. Jetzt sind wir erstmal einigermaßen ausgerüstet. Schwuppdiwupp. Ja, Sulik, die kannst du haben. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Mit 10 Schuss leider nur. Ja, aber ist okay. Du wirst sie wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. Jupp, handeln. Du wirst sie wahrscheinlich sowieso nicht benutzen, weil dein Hauptskill ja die guten alten Nahkampfwaffen sind. Nochmal auf die Combat Control gehen, da wollte ich nämlich auch noch etwas verändern. Also, ach, wir können erstmal schnell speichern. Ach nee, können wir jetzt nicht. Die beste Waffe, ja, ist immer noch der Vorschlaghammer. Dann die Lederjacke. 85 immer noch hier bei den Hitpoints. Dann customisieren wir das Ganze noch ein bisschen. Denn ich habe beim Austesten gemerkt, das ist irgendwie nicht so das Richtige. Distanz, Nahkampf, dann Distanz, Distanz, dann Nahkampf. Ach, keine Bevorzugung. Hoppa. Dann die, das... Ach nee, doch, warte mal, das müssen wir... Nee, nee. Hier. Distanz und dann Nahkampf. So rum wird ein Schuh draus. Dann bleib in meiner Nähe. Nee, Angriff will ich. Denn wenn ich bleib in meiner Nähe hatte, dann hat er gar keinen angegriffen, dann ist er einfach in meiner Nähe geblieben. Wer mich angreift, nee, nicht wer mich angreift, sondern den Stärksten sollst du mal angreifen. So, Stimpaks, wenn du schwer verletzt bist. Ach, du hast ja gar keine Stimpaks, na so ein Pech aber auch, Sulik. Dann musst du einfach gut kämpfen. Und hier, höchste Leistung für das Team bringen. Okay. Dum, dum, dum. So, sehen Sie die mysteriöse Mumie. Mysterien der Unterwelt werden enthüllt. Sehen Sie den ägyptischen Prinzen. Eine wahrhaftige Mumie. Jetzt und hier. Aber verdammt, wir haben kein Geld. Ach doch, wir haben wieder Geld. Ei, ist das schön. Sehen Sie die Königin vom Nil. Oh, jetzt gucken wir mal hier. Hallo, willkommen. Salut, ich bin der große Ananias. Er verneigt sich leicht vor dir mit einem Schnörkel. Ich bringe Mysterien von nah und fern. Mysterien aus einer Welt, die jenseits der unsere liegt. Aus der Unterwelt. Was für Mysterien? Ich weiß Dinge, die sonst kein Sterblicher wissen darf. Ei, Nialot. Oh, Entschuldigung. Hey, für einen Moment ist es mit mir durchgegangen. Ich kenne Geschichten von einem Geist, der sich in genau diesen Gebieten herumtreibt, sowie eine wahrhaftige ägyptische Mumie, die du hier in diesem unglaublichen Sarkophag bewundern kannst. Erzähl mir von der Mumie. Nein, mein Freund, eine Mumie.
Direkt aus der Wüste des antiken Ägyptens ins Ödland. Exklusiv für dich zum Anschauen. Okay, ich greife zu. Wie viel macht es, den verschrumpelten Leichnam zu sehen? 25 Ocken, Alter. Okay, ich kratze die Moneten zusammen. Ich öffne den Deckel des Sarkophags und alles ist gut. Hier ist sie, die Mumie. Die Tür zum Sarkophag klappt auf und gibt den Blick auf einen vertrockneten Leichnam frei, der ziemliche Ähnlichkeit mit einem normalen Ghoul hat und der in einem spärlich bemalten, zerbröckelten und brüchigen Sarkophag aus Pappmaché steht. Mann, das ist ja fantastisch, glaube ich. Du schaust dir die Mumie eine Weile sehr aufmerksam an. Danke, auf Wiedersehen. Also auf Wiedersehen und auf Wiedersehen. Ah, verdammt. Was ist denn das Geheimnis der Mumie? Okay. So, jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Das sieht doch so aus. Also hier stehen so viele Dinge rum. Da muss doch in einem von diesen Schränkchen irgendetwas drin sein.